Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Rock of Books. Ich bin Jenny und heute möchte ich mit euch über meine Neuzugänge vom Mai sprechen. Jawohl, okay. Bis gleich nach dem Intro. Oh Mann, der Mai. Was war im Mai? Im Mai war der Muttertag im Prinzip, der Vatertag, dies, das und überhaupt. Theoretisch hätte es ja dann doch ein paar Bücher geben können, gab es aber in der Hinsicht nicht. Ich habe mir selbst auch nicht wirklich was gekauft, wenn ich gestehe. Zwei E-Books sind bei mir eingezogen, ansonsten ist der Rest tatsächlich, sind der Rest nur Hörbücher. Eins habe ich vom Plörrerportal erhalten. Und das zum Glück noch rechtzeitig, damit ich euch wenigstens eine Sache zeigen kann. Weil nur die Bilder nur einblenden ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Genau. Ich habe bekommen von Mad Hike, vom Plörrerportal, mach mal halblang. Anmerkung zu unserem nervösen Planeten, gesprochen oder gelesen von Christoph Maria Herbst. Matt Haig schreibt über die großen Fragen des Lebens. Warmherzig und nachdenklich und immer unterhaltsam. Wir leben in verwirrenden Zeiten. Wir sind stärker vernetzt als je zuvor und fühlen uns einsam. Wir sind für alles verantwortlich, von der Weltpolitik bis zu unserem privaten Body-Mass-Index. Wir stehen unter Druck durch die Erwartungen, die wir und andere an uns stellen. Mad Hike gibt ganz persönliche und bewegende Antworten darauf, wie es möglich ist, uns wieder dem Kern unseres Daseins näher zu bringen. Den Menschen. So sieht das Ganze von innen aus. Ich bin ziemlich happy, dass ich es gekriegt habe, muss ich sagen. Hat eine Laufzeit von 5 Stunden und 43 Minuten. Auf Spotify und anderen Portalen ist es auf Englisch zu finden, das auf jeden Fall. Hier sind noch weitere Teile von Mad Hike zu sehen. Und zwar haben wir einmal Ich und die Menschen, eine vollständige Lesung, auch von, ich glaube sogar auch von Christoph Maria Herbst gelesen. Und wie man die Zeit anhält, genau, ebenfalls von Matt Haig natürlich. Und wie man die Zeit anhält, fand ich damals extremst toll. Hatte ich ebenfalls vom Plörrerportal als, Rezensionsexemplar bekommen. Und hier sind schon mal die Titel-Trackliste, ist hier schon mal abgebildet. Und zwar, ich lese nur ein paar vor, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht in diesem Ganzen. Gestresst in einer gestressten Welt, Life Overload, der Nachrichtenschock, der Detektiv der Verzweiflung, der denkende Körper, die Zukunft gestalten, The Song of You, was du bist, ist genug. Ich bin gespannt, klingt eher nach einem Sachbuch oder nach so einem Motivationskick oder Ratgeber. Aber, wer weiß, vielleicht ist es ja auch irgendwie als Geschichte verpackt. Das wäre cool und das würde mich auch freuen. Aber allerdings bleibe ich unvoreingenommen und habe nicht wirklich große Erwartungen daran. Wobei ich, wie man die Zeit anhält, schon wahnsinnig, wahnsinnig toll gefunden habe. Komme ich noch schnell, bevor ich euch die anderen Hörbücher erzähle, zu den E-Books, die ich mir gekauft habe. Da haben wir einmal von Eve Pei, der vierte Teil, dazu muss ich auch... Und das habe ich mir auf jeden Fall auch gekauft, und zwar direkt am Release-Tag. Allerdings habe ich es dann 2 Tage später erst gelesen, aber dann natürlich auch direkt sofort. Das war schön, aber mehr dann natürlich in meinem Lesemonat. Als nächstes habe ich mir als E-Book gekauft für 99 Cent von Alice Osmar. Irgendwie so. Osmar, glaube ich. Auf jeden Fall Heartstopper Teil 1 ist auf Englisch gewesen. War ein Comic, aber ein ziemlich cooles Comic. Und es geht um die erste Liebe, beziehungsweise um ein Junge, hat sich das Jahr davor geoutet und hat sich jetzt allerdings nach so ein paar Ups und Downs irgendwie doch
relativ gut in dieses Ganze eingegliedert und eingefühlt und wie auch immer. Und dann ist da aber dieser eine Sportler und irgendwie, aber er weiß halt, dass der Sportler eine Freundin hat. Also sind seine Gefühle wohl doch ein bisschen verkehrt. Auch das Buch habe ich gelesen, habe ich bereits gelesen und ich erzähle euch dann in meinem Lesemonat und in einer extra Rezension mehr davon. Gefunden hatte ich es natürlich über Amazon, klar, Kindle, aber ich habe es zufällig eher nochmal in meiner Wunschliste gefunden. Ich wollte eigentlich, ich hatte nach einem Spiel für Vatertag gesucht und bin dann so ein bisschen meine Wunschliste durchgegangen und habe dann dieses Buch entdeckt und dachte so, okay, gucke ich mal, was das ist. Echt, echt toll. Und wie gesagt, es hat nur 99 Cent gekostet. Ich hätte mir auch das Taschenbuch geholt, aber ich wollte erst mal reinschnuppern, wie die ganze Geschichte aussieht. So. Komme ich jetzt, dazu muss ich aber mein Handy nehmen, weil, damit ich mich nicht vertue, zu den Hörbüchern. Ich habe einige geholt. Einige Hörbücher habe ich mir geholt, weil ich nämlich noch einige, ich hatte viele Guthaben, ich hatte noch einige Guthaben gehabt. Die wollte ich jetzt aber aufbrauchen, komplett alle, weil ich mein weil Audible habe ich jetzt erstmal pausiert. Ich habe dann erst hinterher gesehen, okay, man hätte auch oder ich hätte auch die Guthaben beibehalten können, weil wenn du pausierst, kannst du Guthaben trotzdem noch einlösen, wusste ich jetzt nicht. Ich habe es erstmal stillgelegt, den Account für 90 Tage. Ich denke, ich werde es dann trotzdem nochmal kündigen müssen, weil eben andere Sachen gerade mehr Priorität haben. Und ich habe festgestellt, dass ich noch 38, kann man das hier sehen? Ich weiß es nicht. 38 Titel bei Audible in meiner Pipeline habe. Das ist jede Menge. Das ist so viel, dass ich bestimmt erstmal ein halbes Jahr brauche, um das alles überhaupt abzuhören. Ich werde mal ein Audible-Special machen von den To-Read-Büchern, schätze ich mal. Genau. Okay, was habe ich mir jetzt im. Das sind vier? Ja. Vier Hörbücher habe ich jetzt in diesem Monat mir geholt. Und zwar. Nein, Quark, das ist ja totaler Quark. Fünf habe ich mir geholt. Ich höre ja gerade noch eins, ne? Genau. Ich höre aktuell auf jeden Fall Lord Shadow. Lord Shadows. Von Cassandra Clare, der zweite Teil der Die Dunklen Mächte-Reihe. Genau. Das habe ich mir halt auch geholt, jetzt erst vor 2 Wochen, also im Mai. Dann natürlich den dritten Teil. Queen of Air and Darkness. Ich habe mir den geholt, auch zum. Natürlich, weil ich die Reihe lesen will. Von Die Dunklen Mächte, aufgrund dessen, dass ich unbedingt noch die roten Schriftrollen beide lesen möchte. Die kommen dann hoffentlich im Juni dran. Aber ich habe mir das auch geholt, weil ich mag die Stimme total gerne von Simon Jäger. Jagger? Nee, Jäger wahrscheinlich. Jäger. Der hat die Bücher alle eingelesen und der macht das so wahnsinnig gut, so entspannend und hat einfach eine schöne Stimmfarbe, was dem Ganzen auch einen gewissen Flair bringt, finde ich jetzt. Das Lustige ist, dass Lord of Shadows ein halbes Guthaben gekostet hat. Ja, das war cool. Die anderen kosten alle ein Guthaben. Dann habe ich mir geholt nach Queen of Air and Darkness das Lied von Vogel und Schlange. Genau. Wir wissen alle, dass Suzanne Collins, ich hatte das auch immer mal erzählt gehabt, ein Prequel quasi herausbringen will oder gebracht hat. Und das ist jetzt natürlich passiert. Im Mai, Mitte Mai kam das Prequel heraus zu Die Tribute von Panem, was ziemlich cool ist. Es geht hier um Snow. Der hat einen komischen Vornamen, den kann ich aber nicht aussprechen. Auf jeden Fall geht es um Snow. Und Snow ist ja in die Tribute von Panem. Teil 1, 2, 3. Eine ziemlich hohe Nummer und zwar die größte Nummer, die es gibt, halt. Er leitet das Ganze im Kapitol und so weiter und so fort. Ich glaube, die Geschichte braucht man nicht wirklich wiederholen. Sie müsste eigentlich für jeden. Die meisten müssten eigentlich wissen, worum es geht, um Katniss und so weiter, ne? Genau. Aber wir haben hier jetzt die 10. Hungerspiele, deswegen heißt es Panem X.
Und nicht irgendwie Prequel oder so, Panem X. Das heißt, dass wir hier in den 10. Hungerspielen sind und erfahren, wie Snow sich da geschlagen hat. Könnte spannend sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Ganze geht auf jeden Fall über 16 Stunden. Und bin gespannt, wie die Vorgeschichte sein wird, wie das Ganze über und ob man auch herausliest oder heraushört, wie das Ganze dann passiert. Also wie das überhaupt richtig zustande gekommen ist. Vielleicht sollte ich mir Panem 1 bis 3 nochmal zu Gemüte führen. Ich weiß es nicht. Vielleicht höre ich aber auch erst das. Und dann, ich habe die Hörbücher auch irgendwo im Internet jetzt gefunden, auf Spotify, glaube ich, habe ich die gesehen. Vogel und der Schlange, bevor. Und danach vielleicht die Trilogie. Das muss ich jetzt nochmal für mich in mich gehen, ob ich das so mache. Das weiß ich gerade nicht. Ah, okay, gibt es ja doch. Okay. Die Tribute von Panem gibt es als Hörbuch auf Spotify. Scheinbar. Gucken, wie lange das ist. Ja. Okay. Bisschen blöd diesmal dargestellt. Egal, auf jeden Fall gibt es das Hörbuch zumindest von Teil 1. Bin ich gespannt, ob auch die anderen Teile zu finden sein werden. So, ich habe jetzt immer eine Face-ID. Face-Erkennungs-ID. Habe ich jetzt auf meinem Handy. Okay, weiter geht's. Nach das Lied von Vogel und Schlange. Lord of Shadows, was übrigens so knapp 20 Stunden, glaube ich, ging das. Ich habe jetzt noch 10 vor mir. Queen of Air and Darkness von Cassandra Clare, der dritte Teil der Die dunklen Mächte-Reihe, geht tatsächlich 32 Minuten und 4, 32 Stunden und 24 Minuten. Das ist viel. Das ist echt viel. Und dann haben wir noch, habe ich mir als nächstes geholt, noch zwei Hörbücher. Und zwar der sechste Teil der Thursday Next Reihe von Jasper Ford. Ich wollte den unbedingt haben, weil ich habe die Reihe ja irgendwann angefangen, beziehungsweise mir wurde von einer Freundin, dass er den ersten, ich habe von einer Freundin den ersten Teil geschenkt gekriegt. Dann kam aber irgendwie erstmal nichts, dann der zweite Teil drin und schieß mich tot. Irgendwann habe ich mir dann Teil 4 und 5 selbst gekauft gehabt. Dann hat es aber jetzt schon wieder gestoppt. Den fünften Teil hatte ich mir letztes Jahr geholt, meines Erachtens nach. Die Bücher sind aber schon relativ alt, ne? Wenn man es so nimmt. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ja, wo ist Thursday Next? Das ist die allumfassende Frage. Und darum geht es halt in dieser Geschichte, in dem sechsten Teil der Thursday Next Reihe. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es endet. Das ist wohl der sechste Teil, der letzte Teil, meine ich. Und Thursday ist verschwunden, das sagt ja nun der Titel. Jetzt muss die Buchfigur von Thursday agieren und ran, weil in der Buchwelt ist natürlich ganz, ganz viel Chaos ausgebrochen und so unfassbar viel. Als dann auch noch ein E-Book runterfällt und in tausend Teile zerspringt, ist wahrscheinlich alles komplett hinüber. Ich denke, damals sind die E-Books dann relativ gut oder gerade so so angekommen bei der Leserschaft. Das war ich meine 2014, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich muss noch mal gucken, wenn das Detail zum Titel. Okay, 2015 kam das Hörbuch, also das Buch ungefähr so 2014. Kommt hin mit dem Hype von den E-Books. Doch, kommt ganz gut hin. Ich habe 2014 selbst meinen ersten E-Reader, glaube ich, gekriegt. So Pi mal Daumen in der Richtung war es. Und von daher kommt das eigentlich auch ganz gut hin mit dem Hype für die E-Books, die jetzt auch wieder. Naja, ihr kennt das Ganze. Okay, wo ist Thursday Next? Habe ich mir noch ein E-Book geholt für ein halbes Guthaben, weil brauchte ich ja jetzt noch, ne? Genau. Und das war Good Dreams, wir kaufen deine Träume von Claudia Pietschmann. Geht 5 Stunden und 55 Minuten. Also es wird relativ schnell sein, ein Arbeitstag im Prinzip. Und da bin ich gespannt, weil ich habe von einer Freundin letztes Jahr im Dezember war es rum, ein Buch geschenkt gekriegt. Oder war es, egal, Dezember, Januar, irgendwie so eine Dreh. Ein Buch geschenkt gekriegt von Claudia Pietschmann. Clouds heißt das. Da geht's, in dem Clouds geht es irgendwie um ein Mädchen, was mit jemandem schreibt, aber irgendwie stellt sie dann fest, dass derjenige nur in einer Cloud lebt, zu finden ist. Ich weiß es nicht.
Es klang auf jeden Fall so sehr, sehr interessant und spannend. Muss es unbedingt mal lesen. Und auch das hat mir gut gefallen, so von dem, was ich gelesen habe, auch wenn der Klappentext an sich relativ Quatsch ist. Aber es geht hier um Lea und Mika und Mika ist ein Berufsträumer und in der Traumwelt kann er viele verschiedene Sachen machen. Allerdings leidet er mittlerweile unter Schlafstörungen. Und jetzt kommt der Haken halt, ne? Die Familie oder der Vater ist krank und sie brauchen das Geld. Und dann ist so ein Wettbewerb, Herausforderung, irgendwie sowas war da. Und das Preisgeld ist 250.000 Dollar. Und das ist aber schwierig. Das Geld brauchen die wegen dem Vater. Aber Mika kann halt nicht. Deswegen soll die Schwester ran. Aber Lea hat unglaubliche Angst davor zu träumen, weil sie nicht weiß, was da passiert. Sie wird es aber dennoch machen. Und da fängt dann irgendwann die Geschichte an. Nehme ich jetzt, denke ich jetzt mal. Ne? Genau. Auf jeden Fall klang das schon ganz gut. Ich habe hier, wie gesagt, meine ganzen Hörbücher. Ich sind jetzt 5 Stück, die ich mir jetzt geholt habe. Ist schon eine ganze Menge. Wie gesagt, ich habe jetzt noch 38 Bücher in der Pipeline, quasi in meinem Sub. Und dann kommen noch die ganzen Hörbücher, die ich über Spotify gefunden habe. Zum Beispiel habe ich gefunden Casanova gelesen von Benedict Cumberbatch. Genau hier dieser. Der hier so im Hintergrund bei mir immer umherschwört, der hat das gelesen und ich habe schon mal reingehört und das fand ich sehr. Er hat eine sehr, sehr schöne Stimme, sag ich mal so, ne? Genau. Das waren meine Neuzugänge. Es ist nicht wirklich viel. Ein physikalisches Hörbuch, zwei E-Books und 5 Audible-Bücher quasi. Da ist Luft nach oben, aber ich habe ansonsten wirklich nichts gekriegt oder mir selbst gekauft. Und ich will tatsächlich auch erstmal nichts kaufen an Büchern, was schwer ist. Aber wenn ich mal so ein E-Book hole, das geht ja dann doch noch, ne? Genau. Mittlerweile stehe ich übrigens bei meinen Videos. Ist irgendwie cooler als zu sitzen. Ich weiß auch nicht warum. Macht irgendwie mehr Spaß, weil ich da auch ein bisschen nach hinten gehen kann. Ich habe ein komisches T-Shirt an. Hingehen kann. Mal ein bisschen meine Gesten machen kann und so. Ne? Seht ihr mehr? Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Was habt ihr denn diesen Monat im Mai Neues bekommen? Ist da was Interessantes dabei vielleicht für mich, so als Anregung? Wäre schön. Außerdem, kleine Ankündigung, ich habe einen Podcast jetzt. Ich bin jetzt unter den Podcastern gegangen. Ich habe ewig lange gebraucht, ehe ich mich durchgerungen habe und nochmal gesucht habe, um einen guten Provider zu finden. Ich bin jetzt bei Let's Cast.de gelandet. Da kostet das kleinste war im Prinzip 5 Euro pro Monat. Dann geht es immer staffelweise weiter. Wir wollen es mal testen und dann schauen wir mal, ob wir da bleiben oder nicht. Wir können es ja immer noch kündigen und zu jemand anderes wechseln. Aber vorerst sind wir eigentlich zufrieden. Es gibt eine eigene Seite für jeden Podcast sozusagen oder Podcaster. Darüber hinaus sind die natürlich auf Spotify verfügbar. Aktuell noch auf Apple, aber da muss ich gucken, wenn mein Probeabo ausläuft. Will ich nicht unbedingt da auch noch ein Abo machen. Aber Spotify ist auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch die kostenlose Seite, wo man so gucken kann. Das Ganze werde ich euch noch verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns definitiv ganz, ganz bald. Eure Janine.